Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir den Feuertempel erkundet und so. Uns fehlt nur noch ein Kontrollsiegel. Egal, was ihr sagt, ich nenne es Kontrollsiegel. Keine Ahnung wieso. Wie soll man das sonst nennen? In jedem Dungeon irgendwie anders. Nee, ich nenne es jetzt wohl immer Kontrollsiegel. Oder hieß so. Nee. Okay, mein Favorit. Jedenfalls habe ich mich hier so ein bisschen umgesehen und habe dann bei der Karte herausgestellt. Hier. Dass es hier so ein komisches Ding gibt. Hier so ein Eingang. Und dann war ich dort. Und dann war da das Ding. Und dann habe ich da gesehen, diese Rampe da. Also, man kann daraus eine Rampe bauen. Wie gesagt, ich habe das ja schon nicht. Also, das Kontrollsiegel noch nicht, aber das gemacht, wo. Also, ich habe schon das alles ausprobiert. Offscreen und dann wieder rückgängig gemacht. Aber ich habe das Kontrollsiegel noch nicht aktiviert. Lust ist, dass das direkt neben hier dem ist. Direkt hinter dem ist aber noch eins. Hinter dem Gong. Da kann man hier hin. Und tada. Wir haben das letzte Kontrollsiegel. Junobo? Nein, nicht du. Alle sind gelöst. Link, alle Schlösser sind jetzt offen. Das heißt, dass das Tor jetzt auch offen sein muss. Komm, sehen wir nach. Vom Bossgegner habe ich ein bisschen Angst, weil der Dungeon ist ja schon übelst krass. Und wahrscheinlich wollen die aus selber Fall, weil der Feuerfluch so schlecht war, meine ich. Ich meine, ernst. Einfach, man musste gegen ihn nur geschlagen und dann in der zweiten Stufe musste man einfach nur gegen ihn Bomben werfen und dann hat er sich selbst gekillt. Es ist so. Deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem. Das war übrigens auch mal zu. Die habe ich nicht gesehen. Stark ist ein Eingang Großstadt. Was ich mich ja frage, ob wenn man alle Truhen hat, auch hier daneben so ein Truhensymbol ist. Da bin ich mir nämlich unsicher, ob das stimmt. Ich weiß es nämlich nicht. Ich hatte noch nie einen Titan oder Dungeon. In Breath of Wild, in The Link to the Past schon. Das sind die einzigen drei Zelda-Spiele, die ich je gespielt habe. Ich habe natürlich Let's Plays und so gesehen von den anderen. Aber Link to the Past, Zelda Breath of Wild und, naja, jetzt Tears of the Kingdom. Habe ich bisher gespielt. In Link to the Past, weil ich. Das ist einfach random Nintendo eShop, da habe ich sowas gesehen, was man sich kostenlos installieren kann. Wo man alte Nintendo-Spiele spielen konnte. Und dann war er so passt, da dachte ich mir, cool. Am Anfang ist das Spiel wirklich am schwersten. Dieser erste Dungeon im Schloss, wo alles dunkel ist, das kann ich gar nicht ausstellen. Erst noch ein letztes Mal speichern. Weil ich habe Angst vor dem. Offen. Schnell, wir müssen die roten Felsen zertrümmern. Zelda retten. Okay. Ich bin bereit. Ausgerüstet. Hier, gute Rüstung. Ja.
gut, das Master Sword ist bereit. Das erinnert mich voll an Garn. Hier ist dieser Kukong. Und hier ist der Thronsaal. Und dann bricht ja alles an. Das sieht wirklich eins zu eins genauso aus wie Garn. Und das kann mir keiner erzählen. Warte kurz. Sieht eins zu eins genauso aus wie bei Garn. Da kommt einfach Garn raus. Ich hab Angst. Jedenfalls muss man ihn zertrümmern. Kann ich ihn vielleicht an die Wänden? Warte kurz, ist wahrscheinlich wie ein Irrwarrock, wenn man die Beine zerstört. Verdammt. Ich hab eine Idee. Wenn die Felsen da runterfallen, kann man vielleicht dann... So. Warte kurz, muss darauf. Nein. Oh! Eigentlich, okay, das war gerade ein bisschen. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Aber es ist, hat trotzdem funktioniert. Nein! Na toll. Eigentlich wollte ich mich darauf gehen und den dann killen, aber. Brauchte ich anscheinend nicht. Okay, ich werde sterben. Aber jetzt weiß ich wenigstens die Grundlagen, wie man ihn killen kann. Grundlagen vor allem. Essen, 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 essen. Ich habe nur gute Sachen, aber ich will nicht meine guten Sachen essen. Na gut, ich habe eigentlich noch drei Fäden. Komm schon! Ich wollte das eigentlich wie beim Ivarok machen. Komm schon. Okay, ich darf da anscheinend nicht rauf. Ja, endlich mal getroffen. Jetzt kriegst du sie richtig. Perfekt. Zweite Phase. Ich weiß aber, ich habe auch noch keine Ahnung, was das denn darstellen soll. Ich bin ehrlich. Ich habe keinen Plan, was das denn darstellen soll. Wirklich. Eine Spinne? Okay. Ich muss meine guten Sachen essen. Komm. Oh mein Gott. Kannst du nicht. Schon wieder eine Bombe. Lass sie mich wegkegeln. Yep, hab
wenn ich darauf komme. Komm schon. Ja. Okay, der Boss war gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. Am Anfang hatte ich mit dem Probleme. Bisher war der stärkste irgendwie der Wasser, weil der nervig war. Am coolsten sah bisher der Frostagia oder der Frostgeria. Also ich weiß nicht, was ich irgendwie dazu sagen soll. Zudem, also der Tempel ist voll cool und er, naja, nicht. Doch, er ist auch cool irgendwie. Also die Bossgegner sind auf jeden Fall besser als in den Titanen. Es waren immer Flüche. Das war wahrscheinlich nicht, das fand Neltros auch ein bisschen super viel. Ich frag mich ja eigentlich, wieso sich nicht Jumbo den Herzcontainer schnappt. Jetzt habe ich 24 Herzen, oder? Ich rede jetzt mal mit denen. Ich würde nicht wissen, wenn Link mal diese DM hier anfasst. Durch dessen Ader mein Blut fließt, sei gegrüßt. Die Stimme kenne ich doch. Warst du das, der die ganze Zeit zu uns gesprochen hat? Ich bin dein Ader aus einer längst vergessenen Zeit. Ein Goronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule und der Weise des Feuers. Du kämpfst mit vollem Körpereinsatz, wie es einem Goronen geziemt. Es geschah vor langer, langer Zeit, kurz nach der Gründung des Königreichs Hyrule. Da suchte eine finstere Gestalt die Unschuldigen heim und schickte sich an, das Reich zu zerstören. Der Dämonenkönig. Doch Rauru, der erste König Hyrules, nahm dies nicht hin. Zusammen mit 6 Kriegern bot er ihm die Stirn. Und damit wir dem Dämonenkönig trotzen konnten, schenkte uns Rauru die Mysteriensteine. Heilige Kleinodien, welche die Macht ihrer Träger verstärken. Mit dem Stein ausgerüstet, stürzte ich mich als Weiser des Feuers in die Schlacht. Doch unser Feind war übermächtig. Selbst mit all meiner Kraft vermochte ich wenig gegen ihn auszurichten. Er war unvorstellbar stark. Schließlich begriff Rauru, dass ein Sieg über den Dämonenkönig nicht möglich war. Und so opferte er sich selbst, um den Dämonenkönig zu bannen und unseren Kampf zu beenden. Das war also der Versiedlungskrieg? Wer wissen die eigentlich davon? Er hat es ihm gerade erzählt, aber er wusste nicht. Und etwas später. Okay, ich war dumm. Da besuchte mich eine der 6 Weisen, die Weise der Zeit. Jener Tag sollte das Schicksal der Goronen beschließen. Irgendwann wird der Bann brechen und der Dämonenkönig wird auferstehen. Nur mit gewaltiger Macht wird man ihm dann noch Widerstand leisten können. Die Macht der Goronen, die Herrschaft über das Feuer. Bitte, schenke sie Link, unserem Ritter. Von da an stand fest, dass wir ihm dereinst zur Seite stehen würden. Der Sieg über den Dämonenkönig ist unser Höhepunkt.
höchster Wunsch. Wenn der Dämonenkönig zurückkehrt, dann wird auch unser Volk wieder einen Weisen des Feuers hervorbringen. Ich verspreche dir, deine Ritter wird nicht alleine kämpfen müssen. Hieß eigentlich nicht Frau Junobo? Wie saß es Junobo? Dies war die Geschichte des Versiegelungskriegs und der Bestimmung unseres Volkes. Goronia ist zwar gerettet, doch die Wiederkehr des Dämonenkönigs steht bevor. Junobo, geliebter Nachfahr, nimm meinen Mysterienstein und erfülle, was ich der Weisen der Zeit schwor. Kämpfe an links Seite, in den vielen Schlachten, die noch über haben. Es ist also meine Bestimmung, dass ich an links Seite kämpfen soll? Und dafür wurde mir das hier vermacht, ja? Oh Mann. Ich bin zwar kein so felsenfester Held wie all meine Vorfahren. Aber wenn ich jetzt kneifen würde, wäre ich kein Kiesel mehr wert. Ich bin nämlich kein kleines Steinchen mehr. Das beweise ich euch. Welcher Finger war das? Ich glaube, das war der Ringfinger. Thank you.
gesplittert noch einmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dir dabei? Ups, mein Controller ist runtergefallen. Bitte nicht böse sein, Juno-Boss. Hat nichts getan. Ist gut, Kokachin. Er hat ja recht. Ich habe allen einen riesen Ärger bereitet. Wenn ich mal darüber nachgedacht hätte, was ich da eigentlich tun kann. Aber du wolltest Goron ja doch nur wieder zu so machen, wie es früher war. Und du hast. Und das hast du auch. Du bist der Held ganz Goronia, weil du Junobau gegründet hast und jetzt erst recht. Ich? Ach, danke, ihr beiden. Und auch dir vielen Dank, Link. Nur dank an dir ist die Schlemmstein-Krise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Wenn du die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Stellt euch vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam, wo ich so darüber nachdenke. Dann sah es so aus, als... Ja, es sah aus, als hätte sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Und als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Hey, Juno-Boss. Ob das eine andere Prinzessin Zelda war? Eine, die böse ist? Hä? Was soll das denn heißen? Das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt seid, in Wirklichkeit das Steinmonster war. Bitte? Wobei, wo ich so zurückdenke, die Person, und die mein Ahne als die Weise der Zeit bezeichnet hat. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wieso die Prinzessin in der Zeit meines Vorfahrens schon am Leben war. Jedenfalls ist die andere Zelda, die wir gesehen haben, eine billige Fälschung, ganz klar. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie im Namen ihrer Hoheit weitere Übertaten begeht. Wir müssen die Hochstaplerin finden und für das Handwerk legen, und zwar schnell. Mit der Junobau werde ich dafür sorgen, dass um die ganze Stadt herum Ausschau nach Spuren der Prinzessin gehalten wird. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team und wir, ob wir nun zusammen sind oder uns viele Meilen trennen. Ich habe die Sache im Griff, Partner, versprochen. Schwur von Junobo, Weiser des Feuers. Zeichen des Paktes mit Junobo, dem Weisen des Feuers, rufe damit den Geist an von Junobo. Oder das irgendwie so. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schürfst nochmal solche fiesen Felsen. Klar, kleiner Junoboss? Okay, ich wollte eigentlich noch eine Fee machen. Ja, komm, das machen wir auch noch. Ich wollte nämlich die machen. Kann ja nicht so lange dauern. Dann kann ich mich auch mich... Ich will nämlich jetzt in der Folge eine Fee machen, in der nächsten Folge noch eine andere Fee. Und was und dann vielleicht noch ein paar Rüstungen. Wo ist jetzt Junobo? Ist er schon entlassen? Voll ungewohnt jetzt hier noch was Rotes zu sehen. Blau, grün und jetzt rot. So ein richtig. Ist es nicht auch orange, nicht rot? Also wo ist das jetzt hier am Finger? Müsste eigentlich der Ringfinger sein. Nö. War das der Daumen? Ja, ist der Daumen. Krass, ich dachte eigentlich, die vier Finger und der Daumen bleibt einfach frei, aber nö. Krass. Dann ist der Daumen entweder Sulin oder der. Ich habe ja Junobo. Jedenfalls machen wir jetzt die vier.
bei der Ebene. Ja. Wo sind die? Hier. So ein Ärger. Ja, ja. Oh, mein reisender Freund, ich erinnere mich gut an dich. Na, wohin des Weges, unterwegs zur nächsten großen Fee? Hoch habe ich mich vertan. Bist du nicht hier am Steiger Ebene, um den Weg zur großen Fee Kasser anzutreten? Die große Fee, die in der Nähe wohnt, ja, das wissen wir. Feen ist leider nicht hier. Ach ja, Feen ist übrigens der Junge, der in unserem in Ensemble die Flöte spielt. Er ist allerdings eines Tages aufgebrochen und nie wieder zurückgekehrt. Ein Reisender aus Viron im Südosten. Und hier meinte er, er hätte beim Stall der Hochebene so etwas wie Flötentöne gehört. Eine Serenade? Was ist das? Achso, das ist Telepathenmedaillon. Das können wir dann auch in der nächsten Folge machen. Jedenfalls habe ich das schon markiert. Aber die Fähigkeit von Hünebo wird schon praktisch sein. Ich meine, damit kannst du schon viel Schaden machen. Du kannst damit Felswände zertoren, das ist wichtig. Dann brauche ich nicht immer bei Schrein 5000 Jahre, weil ich irgendwie keine Waffen habe, womit ich Steine fusionieren kann. Oder keine Steine. Okay, hier Hünebo ist bei den Bedauern. Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Hünebos Geist zu Hilfe rufen. Wo ist nochmal von hier? Wieso ist der also winzig? Ich meine, hier, warte kurz. Stopp, ist hier? Ist jetzt? Nur falsch anflammt. Wieso ist der Stein so winzig? Und der sind riesig. Komisch, aber egal. Auf jeden Fall, wenn ich es gut fallen kann, aber Windstrom erzeugen in Sicherheit. Also schon so eine gute Fähigkeit, gefällt mir. Ich kann das stundenlang machen. Bis zum nächsten Dungeon warten wir noch. Vor allem hatte ich ja auch beim Büro nicht trotzdem. Ich dachte ja eigentlich, was ist eigentlich mit Daruks Schild? Wo war der hin? Den kann Hünebo einfach nicht mehr. Hünebo war doch der ihn immer so kannte. Das war sein Vorfahre. Deswegen konnte er die Fähigkeiten davor auch einsetzen. Jedenfalls müssen wir mit jemandem reden, sonst ihr. Wo ist Feen denn hin? Du, hör mal. Ich habe da einen Freund. Feen heißt er. Der hat mir einen Streich geschwungen, einen Blumenbeet angebrannt. Perfekter Streich. Er hat was davon gesagt, dass er mit einer leuchtenden Bombe zeigen wollte. Aber er war wohl doch nur ein Streich. Und ich habe doch gesagt, mach das nicht. Aber da ist er schon weggerannt. Naja, so wie ich Feen kenne, hat er sich bestimmt irgendwo versteckt und spielt seine Flöte. Hier wäre es nämlich hier. La 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 la. Ausgerutscht. Nein! Kann ich nicht einfach mit dir reden? Link, du Cliff. Egal. Jetzt hast du ja geschafft. Ui, hallo. Toll, dass du extra hier raufgekommen bist. Wolltest du irgendwas von mir bestimmen? Bloß, dass ich für dich musiziere, stimmt's? Na nun, woher kennst du denn das? Das Ensemble zügellos. Nein, wirklich, das Ensemble tut sich. Ich werde zusammen, natürlich bin ich mit der von der Partie, aber bevor ich zum Ensemble zügellos zurückkehren kann, habe ich noch etwas
Unaufschiebbares zu erledigen. Na, erst mal runter hier. Dann hier oben ist es echt gefährlich. Da erzähle ich dir auch gleich die Geschichte. Also die Geschichte hier, dabei geht's um das Feuer im Blumenfeld. Wie du siehst, ist hier in der Nähe alles verbrannt. Und das war wegen mir, aber ich schwöre dir, das war ein Versehen. Es ist mal eine lange Geschichte, aber Heite und ich, wir sind schon lange Freunde. Sie wollte immer schon einen echten leuchtenden Baum sehen, also habe ich ihr versprochen, dass ich ihr einen zeige. Aber solche Bäume gibt's nur in Märchen und nicht im wahren Leben, also hatte ich ein Problem. Daher habe ich mir einen normalen Baum gesucht und ihn zum Leuchten gebracht. Ich wollte Heite ja bloß das Lächeln aufs Gesicht zaubern, aber tja, das war ein riesiger Fehlschlag. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Darum sammle ich jetzt Glühwürmchen, die leuchten und auch der Baum brennt dabei nicht ab. Schleichwürmchen, um genau zu sein, 10. Alles klar. Dann müssen wir erstmal, wegen der Schleichwürmchen sind nicht hier. Deswegen gehe ich mal hier raus. So, dann in die Richtung. Vielleicht hätte ich mein Pferd nehmen sollen. Wäre praktisch. Verdammt, ich habe ein Problem. Vielleicht könnte die Aufnahme crashen. Aber nur vielleicht. Da meine Batterie fast alle ist. Deswegen, könnte sein, dass die Aufnahme crasht. Werde ich irgendwie fixen, keine Sorge. Mache ich dann auch irgendwie. Wo ist das denn? Da. In der Richtung, nee, in der. Ah, perfekt. Der Händler verkauft nämlich auch Glühwürmchen. Summ, summ, summ. Gefällt die Melodie? Kaufen. Schleichwürmchen. Alles kaufen, dann haben wir schon 5 Stück. Das ist gut. Ich muss lieber mal mein Schleichset anziehen. Das ist das Einzige. Ich habe noch das Jörg-Schleichset, aber das ist nicht so gut. Acht.
Okay, Mist. Der letzte. Wie viel Akku habe ich noch? 18. 10. Perfekt. Lustiger. Jetzt kommt Blutmund, okay. Interessant. Aber Blutmund juckt nicht. Ich will es noch in der Folge, bevor mein Akku leer geht, die Fee machen. Dann kann ich mich nämlich endlich wegen das. Ich will das die ganze Zeit herausfinden, wegen den Reckengewand. Ich habe nicht die ganze Zeit geguckt, ich habe nämlich einmal den Zelda-Drachen entdeckt. Also den Weißdrachen, wegen der fliegt so hoch und ich brauchte unbedingt das so zum Upgraden für das Reckengewand. Dann wollte ich immer unbedingt so lange auf dem Weißdrachen stehen, bis ich die ganzen Materialien habe. Wegen, wenn du einmal auf dem Weißdrachen bist, kannst du alle Materialien easy fahren, müsst ihr wissen. Aber ich habe nur das Reckengewand von der Stufe 1 bis 2 und nicht von der 1 bis 4. Das fanden sich voll doof. 10 Schleichwürmchen. Hier hast du ja 10 Schleichwürmchen. Ah, danke. Ich glaube, jetzt müssen wir zu ihr gehen. Die müssen dann Steier herumschwimmen. Schön. Fein. Ah, guten Abend. Kommst du mit? Ihr sollt mal schneller laufen. Ich sprinte nicht mal. Hier? Oh. Das waren nur 10 Schleichwürmchen. Wieso sind so viele? Das ist aber schön, davon haben wir ein Foto gemacht. Ui, ja, ein Strahlner war auch cool. Bin so glücklich. Ja, toll. Ich weiß nicht, wie viel Prozent. Ich habe wahrscheinlich noch 1, 2, nein, habe ich nicht. Warte kurz. 17%. Weil mein Handy. Hier ist alles unter 20% geht gefühlt in einer Sekunde weg. Nein, 7%, verdammt. Jetzt ist er, glaube ich, wieder hingegangen. Wart kurz. Ja, wieder noch da. Man hat, wie gesagt, nur noch 7%. Deswegen müssen wir uns beeilen. Mit 17 hat sich nicht versprochen. Außerdem werde ich mich noch um ein paar Sachen kümmern, zum Beispiel mal Schale. Dann habe ich vielleicht nächste Folge 26 Herzen. Das ist so cool. Oh nein, nicht mehr das. Das war aus Versehen. Achso, das war neu. Also da war auf jeden Fall irgendwas, was die Klippe irgendwie ist, was wegmachen. Die Kutsche kann da nicht rüber. Deswegen sollten wir wieder hinfahren. Wieso auch immer hier so ein Teil herumliegt.
Ich komm mal hierher. Es guckt in die richtige Richtung, glaube ich. Oder? Nein, tut's nicht. Ich will zu Hause, dann noch die Kutsche drauf. Okay, da soll die Kutsche lieber nicht drauf. Da kriegen wir noch Angst. Achso, doch, das war ein Lenkrad. Da ist das Lenkrad. Einer, meiner Meinung nach, eines der wichtigsten. Und ich habe das alles falsch gemacht. Ich nehme es wahrscheinlich nur noch so 5% hier an. Die letzten Akkus vergehen immer schneller. Ich weiß selbst nicht wieso. Wahrscheinlich ist es deswegen auch rot. Nee, ist ja keinen Sinn, oder? So, hier ist es dann. Neues Mobil. Ich fahre euch. Ja, ja. Ja, ich bin im Netz und so. Jetzt ist mal das Ding umgedreht. Keine Sorge, alles geht in Ruhe an. Die Fahrt wird nur ein bisschen holprig. Brauche ich euch aber keine Sorgen zu machen. Kein Stress. Verdammt, die Kutsche ist nicht richtig befestigt. Doch Stress. Große Fee, hey, wir sind da. Ja, mach dir Sorgen. Mal gucken, wie viel Prozent noch man in die Art. Ganze 3. Aber nee. Mal kurz. Doch 3. Die große Fee ist jemals freigeschaltet. Kane, Shadow Show. Oh, die große Fee wieder. Irre, wie sie glitzert und strahlt. Ja, ja. Noch einmal tausend Dank für dich. Dafür kriegst du so einen Rubin. Ja, ja. Ich glaube, davon müsste es noch reichen. Nach einer gucken. Ja, ich könnte es direkt irgendwann verbessern. Aber ich würde jetzt sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch mal ist, gerne like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit den 2% jetzt. Also jetzt, warte kurz. Mit den 2% sag ich Tschüss und, jetzt sage ich selber Ciao.